Thema Helm ist ja bei vielen nicht so beliebt. Zum einen meinen die einen, sieht nicht so super toll aus, und die anderen haben dann Probleme mit ihrer Frisur. Das ist jetzt bei mir nicht der Fall, aber auch ich muss sagen, also klar, wenn ich jetzt eine Tour in die Rhön mache, dann habe ich den immer auf. Wenn ich jetzt nur mal schnell zum Supermarkt fahre, vergesse ich es auch mal, ist aber auch nicht richtig. Jetzt ist die Frage, Helm, klar, sollte man tragen, weil wenn man sich den Kopf verletzt, kann es schlimm enden. Aber worauf muss man denn achten? Was soll ein Helm kosten? Warum muss man ihn denn nach ein paar Jahren wechseln, auch wenn man nicht mit ihm gestürzt ist? Und wann ist er überhaupt kaputt? Also ein Helm ist eigentlich immer das Wichtigste beim Fahrradfahren. Der Kopf ist das höchste Gut, und das sollte man immer sichern. Die Helme, die es auf dem Markt gibt, ob etwas preiswertere oder hochpreisiger, ist von der Sicherheit eigentlich immer gegeben. Selbst der günstigste Helm ist besser wie gar kein Helm. Der eigentliche Unterschied findet man immer in der Verarbeitung. Zum einen kommt es darauf an, wie der Helm hergestellt wird, weil es gibt ein Inlet und ein Outlet. Das heißt, es gibt zwei verschiedene Verfahren. Je besser der verarbeitet ist, je hochpreisiger ist er. Der zweite Punkt ist, welche Verstellmöglichkeiten habe ich beim Helm? Das ist ein sehr guter Helm, auch von Uvex. Im unteren Preissegment fehlt mir halt eine seitliche Verstellung. Gerade als Brillenträger kann ich hier den Bügel dementsprechend meiner Position anpassen. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, hier hinten zu verstellen. Das funktioniert allerdings bei den preiswerten Helmen, sage ich mal, bis 49 Euro, 50 Euro nicht. Nehme ich einen etwas hochpreisigeren Helm, dann habe ich hier seitlich eine Verstellung, die ich dementsprechend einstellen kann, wie mein Ohr belastet wird. Dann liegt es auch meistens an der Qualität vom Verschluss, wie gut er sich verarbeiten lässt. Und ich habe hinten nochmal die Möglichkeit, weiter runter zu gehen und weiter hoch zu gehen. Des Weiteren ist, punkto Sicherheit, eine Lampe. Die preiswerteren Helme haben meistens keine Lampe, und die hochpreisigeren sind meistens mit einer Beleuchtung, was am Abend ganz, ganz sinnvoll ist, immer ausgestattet. So eine Batterie in der Lampe, Lebensdauer 2 bis 3 Jahre. Sofern man sie nicht vergisst, ab und zu mal auszuschalten. Ja, und dann empfiehlt es sich ja dann schon, ein paar Helme aufzusetzen? Oder ist es ab einem gewissen Preis sowieso so, dass die so viele Einstellungsmöglichkeiten haben, dass man da sicher ist, dass der einem passen kann? Also, wir haben relativ viele Helme in der Auswahl, ständig 100 Helme zur Auswahl, in verschiedenen Formen. Jeder Hersteller macht verschiedene, ich nenne es mal Helmschalen. Und jeder Kopf hat eine eigene Form. Von daher rentiert es sich immer, im Fachhandel den einen oder anderen Helm erstmal durchzuprobieren und zu gucken, welcher Helm sitzt am angenehmsten und spannt auch nicht punktuell. Das heißt, er sollte schon gleichmäßig am Kopf leicht ansitzen, ja, und nicht punktuell drücken. Wenn ich jetzt einen Ballermann mache, also mit dem Rad stürze und tatsächlich auch auf den Kopf falle, aber den Helm aufhab, ist der Helm dann hinüber? Also sicherheitshalber nach dem Sturz sollte man generell den Helm auswechseln. Des Weiteren ist es so, der Hersteller empfiehlt nach 6 bis 7 Jahren generell den Helm zu erneuern. Da ein Helm aus gewissen Kunststoffen gefertigt ist und somit die Sicherheit dann auch nicht mehr so 100% gewährleistet ist, wie wenn es ein neuer Helm ist. Wenn ihr noch ein bisschen mehr auf Nummer sicher gehen wollt, dann gibt es mittlerweile sogar Airbags. Wie funktionieren die denn, genau, und was bringen die? Genau. Also, wir fahren mittlerweile mit dem Airbag schon seit 5, 6 Jahren. Das funktioniert folgendermaßen. Das ist ein Kragen, den lege ich mir um. Da habe ich einen Knopf. Das ist die Aktivierung. Das heißt, es war jetzt ein Piepton zu hören. Und falls man stürzt, was mir dann schon passiert ist, funktioniert das folgendermaßen: Der Airbag entfaltet sich. Das sieht dann aus wie früher diese Trockenhauben. Und der Vorteil daran, ich habe nicht nur meinen Kopf geschützt, sondern auch das komplette Gesichtsfeld bis hier vorne hin und zur Seite. Muss man aber auch dazu sagen, wenn er ausgelöst hat, so wie meiner zum Beispiel, ist er hinüber. Genauso wie beim Auto-Airbag. Ich kann den allerdings dann wieder einschicken und
muss dann halt, sagen wir mal, 250 Euro, 300 Euro kostet ein neuer Airbag. Aber auf der anderen Seite, ich bin komplett geschützt.